Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zurück hier bei... Passt das? Passt das? Ja. So, wir sind unterwegs mit unserer kleinen Müllentsorgungsfirma. Und ich muss mal eben den LKW wechseln. Zumindest in meiner Theorie würde ich behaupten, wir müssen jetzt nochmal zwei Recycling... Was? Was soll mir dieses Zeichen jetzt sagen? Bin ich jetzt... Ich soll hier einsteigen, oder was? Oder muss ich jetzt hier noch irgendwas tun? Fahrzeugarm ausfahren? Nee. Ich war ja vorhin schon bei diesen beiden Tonnen, ne? Und irgendwie hat er die aber nicht... haben die nicht gezählt. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Bug ist. Aber er zeigt mir jetzt hier an, dass ich hier einsteigen soll. Und ich denke mal, das soll eine Hilfe sein. Okay, dann machen wir es nochmal. Ich probiere es halt nochmal. Weil es hat mich vorhin gewundert, wir hatten ja die Tonnen schon reingestellt und es hat irgendwie nicht gezählt, ne? So, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt mal links. Und fahren quasi einmal von der anderen Seite dran. So. Die Fahrzeuge lassen sich so ganz gut steuern, was mir jetzt bei den KI-Fahrzeugen nicht gefällt. Manchmal schaut, wie die um die Kurve fahren, aber wenn das wirklich so ist, dass wir nachher mehr managen, dann sei es drum. So. Weil dazu gesagt sei, es ist auch kein hochpreisiger Simulator, das muss man halt auch immer nochmal berücksichtigen. Na, komm schon. Weil ich auch mal der Meinung bin, also ich persönlich würde auch sagen, ich gebe mehr für einen Simulator aus, wenn der vernünftig ist. Na komm, fahr die Arme aus. Also würde lieber 10, 20 Euro mehr bezahlen und dafür so ein was richtig... was richtig klasse ist, ne? Und aber wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es sind nur so ein paar optische Sachen, die mir jetzt nicht gefallen. Das Spielprinzip, also wie es jetzt genau abläuft, wie es dann später ist, das kennen wir ja noch nicht. Und hey, wie sollst du das Ding da jetzt reinstellen? Was eingehakt? Ja. Hat er nicht. Okay, das wird auch die falsche Tonne sein. Also ach, dann meckert er deswegen, weil ich die nicht richtig zurückgestellt habe. Ach so. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir auch den Punkt bekommen. Und das gleiche wahrscheinlich mit der Tonne hier. Denn ich meine, die hat man jetzt ja auch schon geleert. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass er mir das vorhin nicht angezeigt hat. Oder war ich blind? Egal. Gratulation, du hast eine Aufgabe erfüllt. Du hast Geld, Einwohner, Zufriedenheitspunkte und Erfahrungs-EP erhalten. Wähle eine weitere Aufgabe aus der Liste. Gut, schauen wir mal, was da noch so Tolles gibt. Das ist die Map. Gut gemacht, Job erfüllt. So, auch stehende Jobs. Müllabholung im Wohnbezirk. Das dann da oben. Oder wir können hier ganz in der Nähe Plastik recyceln. Wir bekommen für beides gleiche XP-Zahlen und auch 2000 Euro.
Ist das die Zeit, die abläuft, oder was? Tatsächlich. Dann nehmen wir die mal schnell an. Vorteil ist, wir können jetzt mit dem LKW weiterfahren, ne? Denn ich denke mal, da passt noch ein bisschen was rein. So. Moment mal. Die Haken noch nicht eingefahren. Ob das den Müllleuten auch so geht, wenn die das erste Mal mit so einem Fahrzeug fahren, das sie so nicht kennen, dass man das dann doch mal vergisst und ja, dann nochmal aussteigt und das Ganze korrigiert. Alle überholen rechts. So. Dann fahren wir mal zu den nächsten Müllmann. Oder Müllcontainern. Boah, sag mal. Ja. Ich krieg einen Strafzettel, weil er mich rammt, oder was? Sei es drum. Hier gibt's Kaffee. So, ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Das heißt, wir könnten jetzt hier rechts rumfahren. Gut, das geht glaube ich gar nicht. Fahren weiter geradeaus, dann die nächste rechts. Wie die hier fahren, ist echt unglaublich. Mann, Mann, Mann. So, 40% ist unser Müllwagen gefüllt, das heißt, dass wir den wahrscheinlich sogar nach dieser Mission voll haben. Und ich hoffe mal, das reicht dann auch noch, dass wir nicht nochmal irgendwie zwischendurch jetzt abliefern müssen. Aber es sind ja nur 3, ne? 3 Tonnen, ja. So, der wird auch ein bisschen schwer. Müsste jetzt irgendwo gleich die erste Tonne auftauchen. Lass das erstmal mal hier reinfahren. Ah ja, da vorne. Versuchen so einigermaßen zu parken, damit hier noch Verkehr weiter fließen kann. So, einmal die Arme rausfahren. Sehr schön. Mitnehmen und dann auch wieder vernünftig zurückstellen. Jeep. So. Und zack. Und zack. Okay, jetzt schauen wir wieder vernünftig zurück hier. Machst das gut. Das ist nett. So, und die beiden nach vorne. Ups. Wieso fällt er jetzt hier nicht weiter? Eine tolle Beschleunigung. Der will ihn anscheinend rauslassen. Vielen Dank. So, ich würde sagen, sie bleiben mal so stehen. Dann haben wir hier alle in einem Umfeld. Die ist auch wieder übervoll. Ja, wir hatten ja durch den Umzugsbedingt, hatten wir letztens viel Papiermüll und da war unsere Tonne voll. Und ja, meine Freundin hatte dann noch einen Karton daneben gestellt und gesagt, ach, das nehmen die schon mit. Ich war da ein bisschen skeptisch, aber die waren echt so nett und haben dann den Karton, der daneben stand, mitgenommen.
Dann hatten wir aber nochmal viel Papier und das Ding war schon wieder übervoll und sie hatte dann nochmal einen Karton hingestellt und einen netten Brief dazu geschrieben. Mit vielen Dank und so. Und ja, die blieb dann stehen. Also der Karton, ne? Aber ich kann es auch verstehen. Das war mal halt vielleicht eine Ausnahme macht. Vielleicht wissen die sogar, hey, da zieht wer Neues ein und sie kriegt man vielleicht irgendwie mit. Und drückt dann mal ein Auge zu, aber dass man das dann nicht ausreizen darf, das sollte ja schon klar sein. Na, es sei denn, man stellt entsprechende Bestechungssachen daneben. Ich weiß gar nicht, wie fern das noch so bekannt ist. Also früher war es so, ich weiß es noch von meinen Eltern, dass man jedes Jahr zu Weihnachten haben die dann für den Müllmann dann was hingestellt. Also nicht nur den Müll, sondern auch eine, keine Ahnung, Flasche Sekt oder ein Weinbrand oder irgendwie sowas. Ja. Also jetzt kein Fusel. Schon was Vernünftiges. Jetzt schieb mal schneller, komm schon. Na, mein geht nicht. Da ist anscheinend wirklich sehr viel drin. So, wir haben jetzt drei Stück, also die vierte haben wir jetzt auch gleich. Wo ich schon drauf gespannt bin, mal diese Müllgeschichte, das kennen wir ja schon. Aber wenn es jetzt so an Hecken schneiden geht und so weiter. Oder Fahrzeuge abschleppen. Falschparker. Ah ja, und da drüben steht eine grüne Tonne. Das ist dann wahrscheinlich die Recycle-Tonne. Ne? So, der muss wieder da hinten hin. Ja, das Wetter ist was. Nicht so toll. Gratulation, du hast eine Aufgabe erfüllt. Du hast und können davon halten. Kennen wir schon. Weitere Aufgaben in der Liste. Jobliste F5. Okay, das ist jetzt hier Recycling. Die läuft dann auch langsam ab. Abholung im Wohnbezirk. Ja, nehmen wir mal die. Oder ich schicke jetzt hier mal. Kann ich da jetzt einen Angestellten hinschicken? Muss ich erstmal aussteigen vielleicht? Oder wir machen das hier mal. Jetzt auf. Den nehme ich mal an. Ne, so. Und ich muss ja jetzt eben einen anderen Wagen holen. So, hier kann ich jetzt abladen, okay. Okay, das geht jetzt noch nicht, denke ich mal, weil wir müssen erstmal den Wagen zurückbringen und leer machen. Das machen wir jetzt erstmal. Jetzt müssten wir auch in die andere Richtung, aber ich muss sowieso erst nochmal aussteigen. Fällt mir gerade ein. Sorry. Und das Ding wieder einklappen. Ne, hier ist das. Der Knopf. So, verguckt. Okay, da steht auch schon die Tonne, die wir mitnehmen sollen, aber wie gesagt, mit dem LKW dürfte das nicht gehen. So. Oh. Ich dachte, das passt, aber okay. Ist nur ein Kratzer. Das kann man wieder rauspolieren. Jetzt machen wir uns natürlich wenig Freunde in der Stadt. Ich bin gerade auf der Karte konzentriert. So. Dann laden wir mal das Ganze. Weiter geradeaus, ne?
Da blinkt's schon. Keine Ahnung, ob das eine Müllverbrennungsanlage ist oder so. Oh. Das Geblinke kann man mal ausmachen. Und wenn gerade keiner guckt, dann fahren wir mal rüber. Mal bedenken, dass man den Wendekreis nicht vom Pkw hat. Ah ja, hier ist auch schon so ein Zeichen für Recycling. Und da müssten wir jetzt rückwärts drauf fahren. Dann mache ich jetzt hier auch mal. Wieder die Signale an und dann geht's los. Wir sind auch zu 80% voll. Anscheinend presst der auch automatisch, dass man das nicht nochmal nachpressen kann. Drücke die Handbremse. Drücke F, um den Wagen zu entleeren. Spinnt er jetzt? Und wir gucken nochmal. Muss ich nochmal parken. Irgendwie war das nicht falsch. So, jetzt ist er offen. Handbremse. Und entleeren. So viel Müll war das gar nicht. Achso, die Handbremse wieder los machen. Verbrennungsanlage, okay. So, ich möchte jetzt gerne nach Hause. Das heißt, ich gucke mal auf die Karte. Kann ich hier an die Punkte setzen? Nee. Das heißt, ich muss jetzt sowieso links rumfahren. Naja, doch, wir können da einfach mal da vorne können wir durchfahren. So. Hier ist auch eine Werkstatt. Also ich fahre ihn jetzt nur deswegen zurück, weil wir machen dann die Recycle-Aufgabe und den anderen Auftrag gebe ich dann gleich an den Mitarbeiter ab. Und jetzt rechts reinfahren. So, links nicht an der Ampel stehen. Da ist die Werkstatt. Okay. Ja, links. Und da ist unser Hof. Okay, er zeigt mir jetzt auch schon wieder an, dass wir den nehmen sollen. Also das finde ich schon ganz gut gemacht, dass er wirklich so ein bisschen an die Hand nimmt. Ich weiß nicht, ob das dann später noch so ist, aber fürs Tutorial ist das doch wirklich schon mal gut gemacht. Wenn sich dann der Ton noch ein bisschen verbessern würde von den Autos, das wäre wirklich klasse. Wenigstens von denen, die man selber fährt. Oder? Wie seht ihr das? Was möchtest du denn? Hast jetzt noch diesen anderen Auftrag, oder? Bisher gibt es noch mehr Mitarbeiter. Stefan, du kannst es auf der Karte finden. Okay. Achso, das ist okay. Gut, das waren wieder 2000. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Auftrag an. Und da schicke ich jetzt mal einen Angestellten hin.
Sei es für ein Ausrufezeichen, ich weiß es nicht. Angestellten sind mit den Müllwagen. Dann soll er aber dann nochmal auftanken. Okay. Und bestätigen. Errungenschaft freigeschaltet, Chef. Okay. So, und dann sieht man hier, ne, dass er den jetzt abholt. Okay. Aber der LKW steht ja hier noch. Hm. Das wird jetzt aber schon gemacht, oder? Also, ich guck nochmal nach der Post. Okay, da ist nichts Neues. Ich kann es auch nicht mehr Angestellten senden drücken, weil anscheinend ist der unterwegs. Dann gehe ich mal davon aus, dass das klappt. Ja. Gut, wir erfahren dann in der nächsten Runde, holen wir dann das Recycling-Gedöns ab, wahrscheinlich Plastikmüll. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr weiter Bock habt auf dieses Projekt, dann lasst doch einfach mal einen Daumen da. Ich würde mich freuen, denn es macht mir Spaß. Ich bin vor allem neugierig auf die neuen Fahrzeuge, die da noch kommen und was wir so für Gebäude kaufen können. Und wir schauen uns hier mal die Langzeitmotivation an YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.